Wow, heute seid ihr ja mal schnell. Also guten Abend alle zusammen. Heute geht es um den T34/76. Er ist jetzt wieder spiegelverkehrt, weil ich wieder mit der Frontkamera filme, damit ich eure Kommentare sehe. Heute geht es leider nicht anders. Ja. Maßstab 1 zu 35, Teile 183. Und hat eine Länge von 19 cm. Ja, dann gucken wir mal rein, das gute Stück. Ich habe nur mal reingesehen, also aufgemacht habe ich noch gar nichts. Hi Baby. So, das war alles. Schon einige Sachen gesehen. Wären schon interessant. Aber sind, glaube ich, moderner. Lasse ich jetzt hier mal wieder stehen. So, die Bauanleitung habe ich mir schon angesehen. Sie ist sehr übersichtlich. Hier sind die Deckels dabei. Also wirklich sehr gute Anleitung. Moment, ich zeige es euch gleich. Also sehr übersichtlich. Nicht zu viel auf eine Seite, auf einen Schritt oder einen Abschnitt gepackt. Das gefällt mir wieder. Hier sind es ein paar Seiten mehr. In der Camo ist da hinten angegeben, von der Lackierung her. Hier noch in Winter. Ich glaube aber nicht, dass ich Winter mache. Ich weiß es noch nicht, kann es euch nicht sagen. So, dann gucken wir mal rein. Hi Jolly. So, brauchen wir mal. Dann haben wir hier mal die Räder. Zwei Stück. Dann haben wir hier die Kette. Ist der Turm noch drauf, andere Teile. Dann haben wir eh schon die Bodenplatte, sage ich jetzt mal. Und den Deckel drauf. Ich schätze jetzt mal, dass das vorne ist. Ja. Recht klein das Teil. So, der Rest ist hier eingepackt. Also viel ist nicht.
ihr ja bestimmt jetzt gerade gesehen. Ich habe auch schon, einige von euch haben mir schon geschrieben, also uns geschrieben, dass sie denselben schon gebaut haben und haben auch Feedbacks dazu gegeben. Bin ich gespannt, ob das bei mir dann auch so alles ist. Hier noch ein Ast. Vier Räder. Und hier noch. Und das war's eigentlich. Mehr hat das gute Stück nicht. Nicht gerade viel. Aber ja, Deckel drauf. Wie es gehört. Zuerst wird beim Deckel drauf wird angefangen, das zu machen. Und dann erst unten für die Räder alles. Dann die Räder, dann kommt der Deckel drauf. Ach, das taugt mir schon wieder. Und dann die Kelle. Dann machen wir hier mal etwas Platz, weil das brauchen wir jetzt nicht. Das brauche ich jetzt auch noch nicht wirklich. So, dann haben wir das schöne Ding. So von der Verarbeitung her eigentlich sehr gut. Ein bisschen zu groß. Ich bin auch immer auf die fertigen Modelle gespannt. Ich kann nämlich auch nie sagen am Anfang, dass das wird. Ich muss euch heute noch was zeigen. Wir haben es zwar eh schon heute reingepostet, dass wir was bekommen haben. Aber ich will euch das noch genauer zeigen. Von dem lieben Felix. Mache ich gleich. Dann seht ihr das. Ich habe selber noch nicht damit gearbeitet. Darum bin ich sehr gespannt. Ja, ist eine gute Idee. Ich brauche eh noch Ideen, was Lackierung angeht. Also schickt ruhig eure T34er. Zeige ich euch das mal, was wir heute bekommen haben. Und zwar von Amomic, von PK Pro. Wie gesagt, wir haben heute ein Bild gepostet. Seht ihr das dann nochmal? Auch so Effekte, zum Beispiel Dump Earth. Sie sind halt, glaube ich, wirklich auf Kunstharz. Ich kann es leider nicht sagen, steht auf Englisch hier. Aber nicht im geschlossenen Raum. So sieht es eigentlich echt voll toll aus. Schön dicke Pigmente. Das werden wir jetzt leider sehr schwer sehen. Jetzt leuchte ich mal hier so her. Vielleicht hat von euch ja schon mal jemand damit gearbeitet. Wenn ja, gebt mir Tipps. Das ist, ja, hier sieht man es ein bisschen. Aber ist halt wie wenn ihr
Lack streicht, ne? Hier gibt es einen Rainmarks-Effekt. Ich habe es mir selber noch nicht genau angesehen. Martin schon. Bin ich schon gespannt. Es riecht ein bisschen angenehmer. Es ist so, ja, so ein helles Beige. Muss ich dann im Internet auch nochmal schauen, wie das alles funktioniert. Dann hier eben so, was aussieht wie Öl. Ist alles flüssig. Streaking Grime. Ja. Ist etwas zu. Puppeln wir ja mal auf. Ja, ich rieche mal eine Farbe. Das ist wie. So wie Tätowiererfarbe riecht. Hat sich ein bisschen was abgesetzt. Gehen wir jetzt mal da hinten hin. Aber die sind nicht ganz so extrem. Das eine ist schon etwas stärker. Das ist halt so ein Braun. So wie ich es von meinen Effekten halt kenne. Dann nochmal einmal Öl. Streaking Effekt. Ja, ich muss mal damit arbeiten. Dark Brown Red Wash for Green. Keine Ahnung was. Ich kann das leider nicht lesen. Wie gesagt, ich kann nicht gut Englisch. Bin ich echt schon gespannt. Also wie gesagt, wenn irgendwer von euch schon mal mit dem gearbeitet hat, sagt mir Bescheid. Und ich werde die höchstwahrscheinlich mit euch im Livestream testen. Ich kann hier dabei sein, ob ich es schaffe oder nicht. Dann, was wir noch bekommen haben, ist ein Masking Putty. Ich habe es davor nicht gekannt. Martin hat es mir erst vor kurzem mal gezeigt. Ich habe ja für normal einmal Plastilin hergenommen für Camouflage. Und ja, das ist eigentlich im Endeffekt auch so zu verwenden. Nur dass das besser ist. Es ist zwar ein bisschen, also es sieht jetzt sehr hart aus. Aber es lässt sich formen. Und das Gute ist, man kann es halt wirklich schön in die Länge ziehen. Das heißt, ihr könnt richtig schön abdecken. Kurven, was auch immer, Spiralen. Und das dann eben draufkleben. Das ist wie Latex so. Und dann spritzt ihr drüber. Dann könnt ihr es runternehmen und das dann einfach wieder verkneten. Dann könnt ihr es wieder hernehmen zum Beispiel. Also ich bin schon echt gespannt drauf. Ihr könnt auch dickere Dinge runter machen. Also eine richtige Spielerei. Finde ich Hammer. Bin ich schon gespannt, wie das wird. Das ist das Masking Putty. Eben für die Camouflage. Das liegt ja zum Beispiel dann so, wenn ihr jetzt da so einen Strich rein wollt, das ist jetzt zum Beispiel der Panzer, das kommt dann da so drauf, dann lackiert ihr da eben drüber und dann zieht es ab, es hält dann schon besser, ich lege es jetzt nur drauf und dann habt ihr halt den Camo-Effekt. Findet ihr im Internet eher wieder Videos dazu? Riecht auch nicht, also Hammerzeug. Gute Dose dazu. Und wenn man es verwendet hat, einfach wieder Zaum kneten und rein in die Dose. Echt. Bin ich schon gespannt drauf. Jetzt machen wir hier mal weiter, weil sonst passiert ja wieder nichts. C1. Das 23, 25, 15.
Jetzt muss ich mal kurz schauen, was das 23,15 zu bedeuten hat. Ah, das sind Essen. Auf dem Essen. 23, C2, C1, 23. Weiß jetzt nicht, was du meinst, was ich zeigen soll. Ich hab's überlesen. Ist halt immer so schnell. So, jetzt habe ich da. Gut, ich muss mein Messer abwischen. Jetzt habe ich mich fast geschnitten auch noch. Ja, wir haben heute die Vitrine umgebaut. Für das U-Boot. Neue Löcher gebohrt. Haben wir jetzt Gott sei Dank auch wieder. Unseren Damierkleber. Für feinere Sachen. Haut wieder rein hier. Muss ich kurz ausschalten. Ja, jammer nicht. Ich habe schon mitbekommen, dass der Akku leer ist. Gibt es heute wieder keine Musik? Geht wieder was drauf. So. Erste Stück. Immer so schlichtes Licht. Wahnsinn. Und wir legen mal die Lampe hier runter. Andere Lampe hier drin, schon gesehen. Jetzt fangen wir die Kleinteile. So, ich habe eh schon das gute Licht an. Ah, Moment. Mal. Ja. Hab ich schon mal mehr Licht. Bisschen besser. Und das habe ich ja gar nicht mehr gedacht, dass ich das habe. So, das war jetzt 33, das war 32. Das dann rauf.
Da vorne. Ja, es kommt dazwischen rein. Number one. Number two. So. Nummer zwei. Fragezeichen. Fragezeichen sind ja immer gut. Ob offen oder geschlossen. Also mach mal. Ich würde mal sagen, geschlossen. Dicken drauf. Ist voller Wahnsinn. All diesen Tamiya-Kleber bekommst du bei uns eigentlich in der Gegend gar nicht. Den muss Martin immer irgendwo, wenn er die Großstädte fährt, mitnehmen. Kriegst du bei uns gar nicht. Schon ein bisschen traurig. Jetzt verwende ich gerade den wieder. Für normal nehme ich eigentlich, jetzt habe ich immer den hergenommen von Revell. Klebt echt gut. Aber hat halt einen großen Pinsel drauf. Jetzt bei den kleineren Teilen ist es schon wieder etwas praktischer mit den kleinen. Fragezeichen, Rufzeichen. Ist die Anleitung dazu? Fragezeichen, verstehe, Rufzeichen, aufpassen. Ah, deswegen, okay. Verstehe schon. Soll nicht angeklebt werden. Kommt nur rein. Nummer 2, 43. Voll schlimm. Mein Hund hat nämlich gerade einen Fellwechsel. Überall die Haare. Das dringt verloren. Du sollst rundherum nicht festkleben. Das hängt hier runter. 21. Das ist wie eine Neustadt. Wow. War ich schon lange nicht mehr. Meinst du den hier? Mag den nicht. Kann mich mit dem nicht anfreunden. Das ist das gleiche wie mit der Feile. Kann ich mich nicht anfreunden. Passt nicht zu mir. Hört sich vielleicht etwas doof an, aber. Willst du das nicht ankleben? Aber es wird doof.
mal nach vorne schauen, ob man die dann einfach durchsteckt und die dann hält. Da ist schon drin. Kommt die hier irgendwo rein? Das kommt da drüber und dann steckst du es rein. Ja, dann brauche ich sie nicht festkleben. Dreht sich eigentlich nie ohne Probleme. Ja, finde ich auch. Jeder soll das ja nehmen, was ihm besser liegt. Weil warum da so herumtun? Ist doch wurscht. Ja, jetzt ist das Ding rausgefallen, das hätte ich gedacht. Weil man es nicht ankleben soll. So, jetzt kam das hier rauf und das hier. Ich brauche wieder meinen Marker. So, dann kommt die 1 Nummer 6. Ganz selten, ich sehe eine Frau. Ist das toll? Also ich muss jetzt bei dem ersten Teil schon sagen, sehr gut, du passt Genauigkeit. Schauen wir mal. Fängt ja schon mal gut an.
jetzt gerade das Gitter hier rauf. Das ist ja noch immer nichts. Leute, muss ich was sagen? Furchtbar, das Licht hier. Bin ich mal anders? Nee, sieht auch so wenig. Ja, sieht es ein bisschen besser. Drehen wir halt die Lichter um. Ist ja wurscht. Mir ist ja nie mehr leid. Velvet. Allein in diesem Zimmer habe ich 1, 2, 3, 3 Tischleuchten, eine Wand, eine Deckenleuchte und diese Wandleuchte. Und trotzdem habe ich noch zu wenig Licht. Muss ich mal schauen, ob ich einen richtigen Baustrahler. Dann leuchte ich mir mal mit 1500 Watt ins Gesicht. Hier die zweiten Lüftungsschlitze angebracht. Ich komme jetzt hier hinten drauf. Nummer 5, Nummer 4 haben wir zuerst gemacht. Das kommt hier drauf. So irgendwie. Das kommt eh nicht wirklich aus. Ist jetzt sehr leicht zum Bauen, muss ich sagen. Ja, das kenne ich. Ich hatte mal genauso viel Geduld wie du. Das war bei der Bismarck. Zum Schluss. Da habe ich mich nur hingesetzt, habe das Zeug angesehen. Da habe ich schon gedacht, boah, nee. Schon allein das Hinschauen war so anstrengend. Mache ich lieber morgen weiter. Die hatte ich heute auch heraus. Mein gutes Stück. Weil ich noch was ausbessern musste. Und mit dem habe ich extra gewartet, bis dass wir die Glasscheibe von der Vitrine mal rausnehmen müssen. Das war eben heute der Fall. Das konnte ich nicht aus. Habe ich es ein bisschen ausgebessert.
1,50. Kleine Waffe. Schreibst du das zusammen? So, ich würde mal sagen, das ist erst der Auspuff, der jetzt drauf kommt. Na, wirst gerade oder nicht? Ja, ich werde gerade. So sieht hier der Auspuff aus. Hatten das reingeklebt. Das kommt hier rauf. Ja, Staub ist was Böses für die Modelle. Das stimmt. Wobei es bei der großen geht, muss ich sagen. Also, ich hatte jetzt nicht wirklich was auf dem Schiff drauf. Aber bei den kleinen Vitrinen, wem das, die einen Modelle, die einen Panzer oder die Abzeichen drin sind. Die staubt ganz schön zu. Es reicht ein kleiner Schritt, ein Schlitz. Du hast alles dran kleben. Gehört. Da ist. Jetzt habe ich es auch gesehen. Bisschen doof, das steht nämlich in der Anleitung, das sollst du nicht festkleben. Jetzt kommt aber das Ding da rein. Kannst du da so blöd schauen, dass das hinhaut.
machen wir es halt so. Na? Jetzt ist gerade hier das für, ich schätze mal MG oder was das ist. Das fertig. So. Jetzt kommt das ganze andere Zeug drauf. Jetzt machen wir zuerst das. Was nervt, dass meine Musik nicht geht. Das beste Stück, dann kommt C230. C230. Da haben wir schon. Ist jetzt echt keine Schwierigkeit eigentlich. Muss denn hier eigentlich ein Camouflage machen? So. 9. Das ist erledigt. Alles Schritt. Ja, okay. So. Einmal drehen um. Dann das Pufflein rein. Und dann. Du sollst nicht drunter fliegen, das hat keiner gesagt. Also das ist ein bisschen doof hier. Bisschen.
Man muss ja feilen. Kann ja nicht immer funktionieren hier. Auch zum ersten Mal, dass ich das so mache, dass einfach hier rein gesteckt wird und sonst eigentlich hier nichts steht, es weitergeht. Okay. So, jetzt kommen da so Stier rein. Zwei Stück. Ah, wirft Hand. Ja, wirft Hand. Danke. Mit dem was auch immer. Was ist denn gegangen? Die halt schon fix fertig. Was ist letztes jetzt gegangen? Oder er nimmt die dahin. War Leo Bosch. Ich weiß zwar jetzt nicht, um was es bei euch zwei gegangen ist. Weil die immer so schnell schreiben und schreiben. Aber ich finde das bei Leo Bosch toll. Ja, Erik, dann bau fertig. Ich habe schon gesehen, es sind viele, viele Modellbauer, die viele, viele Modelle zu Hause haben, wo wenig, wenig passiert. Nee, Scherz. Man braucht die Lust dazu. Sonst hat das alles keinen Lack. Sind wir eigentlich jetzt so kleinere Modelle lieber, wie eben die Panzer. Da habe ich nämlich gleich mal so einen Fortschritt. Ich kann dann gleich ans Bemalen übergehen. Sowieso eigentlich eher meine Lieblingsarbeit ist. Als größere Modelle. Ewig lang brauche, bis dass ich einen Fortschritt sehe. So, das Zeug da dran ist jetzt alles zum Drehen. Also wäre zum Drehen eigentlich, sieht so aus.
sind wahrscheinlich die Lüftungsschlitze. Ich mache die ganze Gaudi hier jetzt zu. Hier die Dinger hier, die zwei, dann das oben und unten. Ja, nämlich. So, weil die Lisa wieder so gut aufgepasst hat, hat sie eigentlich sehen müssen, von gewissen Sachen hier das doppelt gebraucht wird. Dann ist eh nichts Neues von mir. Dann bauen wir halt ein zweites Mal auf. Zweiten Auspuff. Alle guten Dinge sind zwei. Das gehabt. Elf und zwölf. Und den Kasten haben wir auch gehabt. Der war hier drauf. Diese Hundehaare. So, dann haben wir hier das zweite aufgebaut. Passt. Dann Schritt 12 ist das hier umdrehen. Dann kommen hinten die Auspuff. Nee, warte mal, da gehört. Ah, ich weiß schon. Da gehört die Platte rauf. Machen wir zuerst das andere. C1. Zuerst die Abdeckung drauf und dann hinten die Platte. Jetzt nicht gerade das mit dem Valeo Wash, wie die weiter bearbeitet werden. Ich weiß zwar nicht, was du jetzt da mit Martin alles schreibst, aber weiter bearbeiten machst du eigentlich nicht.
Zuerst das hier an. Immer prüfen. Der meistens prüfen. Ja, bei dem Valeo-Wurst, wenn du zum Beispiel zu viel aufträgst, auf einer Seite, du darfst dich nicht täuschen lassen, wenn du das aufträgst. Es sieht im ersten Moment intensiver und dunkler aus, aber wenn das getrocknet ist, bleiben nur so Rückstände. Das ist eigentlich wie wenn du zum Beispiel Wassertropfen auf dem Topf hast. Ich sage jetzt mal so. Und das trocknet dann. Dann bleiben so Überreste wie von Kalk, so Ränder, so kleine oder so. Und so ungefähr ist das mit dem Wash. Also es bleibt, die Pigmente bleiben halt noch drauf, der Rest verdunstet. Und wenn du zum Beispiel zu viel drauf hast, was dir halt dann nicht gefällt, ja, dann nimmst du halt ein Wattestäbchen oder fährst mit dem Pinsel nochmal rüber und machst den Rest runter. Dann ist es auch nicht mehr so intensiv. Kannst du dann immer wieder drüber machen. Wir haben es jetzt nicht ganz zur Mitte Passgenauigkeit. Ich habe es heute echt nicht mit der mit dem Internet. Es tut mir voll leid. Ich weiß nicht, warum das so feigeln muss. Verstehe es echt nicht. Das mit das wieder runtergegangen hier. Dabei haben wir alles ausgeschaltet, was irgendwie Internet brauchen könnte, bis auf mein Handy. Ich hoffe, ihr seht mich jetzt wieder gut. Also das passt jetzt nicht ganz so hundertprozentig. Schon.
wieder runter. So, das ist drauf. Lass ich jetzt mal trocknen, da stelle ich jetzt drauf. Machen wir jetzt hier drauf. Kann das schön trocknen. So, das ist jetzt der Kleber von Tamiya, den ich gerade hernehme. Jetzt muss ich mal kurz schauen, was ihr hier da geschrieben habt. Ölfarben sind dann doch wieder etwas anders. Sitze. Kommt jetzt die Lehne drauf. 1, 22. Das ist das Zeug. Ein Sessel mit umgekippter Lehne. So, bleib so stehen. Liebe, der fährt so rein, hey. Wahnsinn. Ganz schön krass. Ich finde, ganz am Anfang, bei den ersten Modellen, habe ich immer Sekundenkleber hergenommen. Gott, das war eine Katastrophe. So, dann brauchen wir 13 und 14. Thank you.
den Lehnen habt ihr auch den Abstand beim Sessel, wie weit die Lehne nach hinten geht. Habe ich gerade hier gemerkt. Die Lehnen bestimmen dann, die werden hier dann hinten eingehängt und vorne. Und hier sieht man dann eben, wie breit das, also wie weit die Lehne zurückgeht. Finde ich hier nicht schlecht. So, zwei Mini-Stühle fertig. Meinst du, der Kleber, ob der besser ist als der von Revell? Also vom Kleben her finde ich den hier besser von Revell. Hier. Vom Auftragen her finde ich den von Tamiya besser. Einfach kleineren Pinsel hat, wie das hat. Der hat einen großen drin. Aber ich persönlich finde jetzt, dass der von Revell ein bisschen aggressiver ist. Ein bisschen mehr ranzieht. Oh, jetzt haben wir unser Lieblingsding. Da, wo ich mich schon mal mit Martin ein bisschen untergeärgert habe. Nämlich mit den Federn. Haben die Federn drin? Wo sind die überhaupt? Ach so, die sind hier da drin. Super. Ich glaube, der Wittmann-Tiger war es. Da haben wir die Federn einzeln einspannen müssen. Das war zeitintensiv. Das hat jetzt nur in der Anleitung so ausgesehen. Gott sei Dank. Zwei, drei, vier. Die anderen vier. So, dann haben wir den jetzt, das ist vorne. So, dann kommen die 23 hier hin. Das sind die jetzt.
Bisschen fleckig ist der. Habe ich mein Handy nicht mehr angehängt. Ich drehe euch jetzt nur ein bisschen herum. Zieht ein bisschen mehr. Zu wenig. So, die erste Reihe hier oben. Und die andere Seite dann. Den Uhu-Kleb. Die ich selber fast nicht sehe ohne dem Licht. Das leuchtet mir mit ins Gesicht. So, zweite Seite auch drauf. Die süßen Stühle hier mal weg. Wie gehört das dann jetzt hier so? Darunter. Also das
gehört denn hier unten so rein? Interessant. So, das ist drauf hier. So, komm hier meine Hock rein. Der Dichtungsring wieder runter. So, jetzt kommt das Kleinzeug rauf. C2, 26. Ach, das fällt mir runter. Und C1 20. Das haben wir hier.
So, jetzt muss ich das Ding drehen. Und zwar so. Dann kommt das hier rauf. Und in das Ding hier und das hier ist auch klar. Achtunddreißig, eins, zwei, drei, vier. Schluss, und dann kommt ganz zum Schluss die 22er. Das ist das hier oben. So, dann haben wir hier diese Dinger. Muss ich mal gucken. So sind die. Geht eins hier rein und eins da rein. Ja, perfekt. Also ich würde jetzt mal sagen, es steht zwar drauf Level 5, wahrscheinlich wegen den Teilen. Aber für Leute, die dann mit dem Modellbau anfangen wollen, finde ich es sehr ideal. Dann kommt hinten das hier rein. Dann ganz zum Schluss das hier. Nun ist die erste Hälfte schon fertig. Das geht ja mal echt toll leicht. Dann kommt hier schon die zweite dran. Da fangen wir jetzt an mit
Ach, dann ist es wieder das kleine oben. Jetzt genau auf der anderen Seite anfangen. Kommt das da 18, dann kommt 37. Dann kommt 4 mal 36. 1, 2, 3, 4. Dann kommt das Teil wieder. Und auf das Ding kommt dann die 21. Zwei, so. Hier schon mal Teil 1. Dann kommt das hier. So, die Seite ist auch drauf. Dann wird das umgedreht. Dann kommt der Deckel drauf. Ja, verkehrt. So. Mal, wie das aussieht hier.
recht gut aus. Ich sagen. Selten der Fall. Alles trocknen. Also ich muss eigentlich sagen, das hätte ich mir jetzt, das habe ich selten, dass es eigentlich so gut passt. Ja, das ist jetzt gerade ein bisschen aufgegangen, weil ich gerade ein wenig angezogen habe. Und der Seite jetzt nicht ganz so hundertprozentig. Nicht so ganz. Ich weiß gar nicht, wie spät das schon ist. Ey. Wird schon, wird schon. So, lassen wir das mal so oben. Dann kann das mal so trocknen. Die Partie. Und jetzt die Räder. So, 4 mal E2 und E1. E1, 1, 2. Achso, die anderen zwei sind auf dem anderen Ast. 1, 1, 2. Zwei.
Eine Zweier. So, die zusammengeklebt. Jetzt ist eine Einkerbung auch dabei, wenn ich sie treffen würde. So, für so Räder sind fertig. Und 6x11. Zwei dran.
Es ist so leise hier in meinem Zimmer. Ich will das nicht. Ich will Musik. Bisschen Musik habe ich jetzt reingemacht. Hallo Dieter. Das war jetzt falsch. 6 und 7 brauche ich. Schon fast gedacht. Hm.
So. Alles fertig. Brauchen wir unser schönes Ding hier wieder. So, das erste, was raufkommt, ist die Nummer 24. Das war jetzt das vorletzte. Da kleine hier. Kurz ein bisschen Licht. Achso, das geht nicht weiter rein. So, das nächste kommt in 22. Das war das erste, was ich gebaut habe. Dann kommen 3,23. Das waren die. Dann kommt nochmal die Nummer 22, das erste. Die 24 war das letzte. Sind hier die ganzen Sachen hierauf? So, das ganze Spiel jetzt noch seitenverkehrt hier hinten. Einmal 22. Dann die 3×23. Der Kleine.
So, dann ist diese Reihe auch noch drauf. Sieht fast eigentlich nicht aus, wie wenn das ein Kettenfahrzeug ist. So, dann kommt die Kette drauf. Gleich. Ich habe heute schon mal gehört, dass die anscheinend nicht so gut ist. Ich kenne sie halt schon. Ist mir lieber als die gegliederte Kette. Und das um einiges. Das Spiel habe ich aber dann eben beim Bergpanther. Der hat leider gegliederte. Mini, 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 mini Dinger. Sebastian ist ja auch da. Wahnsinn. So, die kleinen Haken hier angemacht. Boah, ja, ich habe heute bei der Bismarck die Zeile gemacht, neu gemacht. Teilweise. Boah, das ist eine Scheißarbeit, ey. Dann habe ich eh an dich gedacht. Eine Arbeit sein muss beim Segelschiff hier. Das muss ja brutalstens sein. Also ich hätte dafür keine Nerven. Trauriges Smiley. Wer ist traurig?
muss auch mal ein Flugzeug testen. Ja, mal interessant. Dann habe ich wenigstens mal fast alles durch. Ja, ich versuch's mal. Mal schauen, mit was es da so gibt. Was da zu mir passen will. So, eine Kiste.
zweite Box. So, ich mache das mit Bauanleitung. Genau wie es hier steht. Dass jetzt die Kette dran und. Lalalala. Wegschmeißen, da ist noch was drauf. Ich habe jetzt schon einige Ketten an Kunststoff verbaut. Aber die hier finde ich am besten. Ist sofort dran. Ich kann auch mal dumm drücken, gar nichts. Ich habe kein Feuerzeug da. Leute, ich muss mir kurz ein Feuerzeug holen. Tada! Arschkalt von draußen. Hey. Muss ja wieder mal die Zange. Brauchen wir das jetzt, ja? Aber nie, die Lisa muss noch warten. Lokomotiven reinigen. Das hört sich sehr zeitaufwendig an. Ja, jetzt geht's vorher auch noch. Trophy, glaube ich, gleich auf.
dass die Zacken eigentlich so groß sind. Sich jetzt das fast hier so etwas einfielen. Habe ich da was verloren? Guck mal, dass ich jetzt so hinhaut, wie ich das meine. Nee, wie ich so schnell bin. Ja, wenn man Mathe braucht, ist er nicht hier. Ah, den komm mal rüber. Ich habe kein Teelicht. Ah, ich habe keine Kerzen. Kette, hilf mir bitte. Ich kann es nicht halten und zugleich zusammenschmutzen. Katze Zunge. Ja, so. Ja.
Jetzt haben wir das letzte Mal so blöd ausgeschaut. Irgendwie wird das nicht groß mehr. Nein, die machen zwar noch so. Dann kann man da tun oder so. Moment, Hacke, ich möchte nur auch probieren. Scheißkäden verschissen. An der Kette hapert's. Jetzt weiß ich wenigstens, was derjenige gemeint hat, der uns geschrieben hat. Das ist also noch eine Bauanleitung. Dann werden wir noch runter. Ja, ich glaube, mit der Kette müssen wir uns morgen spielen. Das dauert jetzt sonst zu lange. Martin hätte jetzt zusammengetackert, weil den Tipp haben wir mal bekommen. Aber das gefällt mir so nicht. Das will ich so nicht lassen. Aber da muss ich mich dann ein bisschen spielen.
Jetzt machen wir erstmal hier weiter. Aber jeden irgendwann mal. Das ist ganz normal. Na gut. Deckel ist drauf, ja. Ja, das kann nicht funktionieren, ne? Ist mir leider aufgebrochen gerade. Für Einsteiger finde ich es gut. Sehr gut sogar. Aber sieht man es wieder. Das baue ich doch schon ein bisschen länger. Schaffst aber trotzdem, dass mich diese doofe Kette feilt. Ja, okay.
Okay. So. Da hast du. Düsseldorf. Teelicht haben wir mal Teelicht. Ja, drüben bin der Duft hin. Und ich glaube, auf der Mikrowelle liegt da was. Seite ist das Spiel. Ich bin sehr froh, dass du das Zeug auf und schmeißt du das weg. Warte, macht mir gerade die Kette. Mit dem Teelicht. Mit einem Teelicht? Weil er hat ein Teelicht gefunden. Und ist jetzt für Hund? Stimmt, wenn sie einteilig wäre, wäre es ein bisschen besser. King und Thomas, ne? Ah, okay. Wieder so weit. Ja, das habe ich auch geschafft. Und fein gleich. Das war nicht das Problem.
Also Alexander, Bausatz macht sich gut, muss sagen, ist gut für Einsteiger. Passt von der Passgenauigkeit eigentlich auch sehr gut. Bis auf hinten die Platte, die ist, ja, passt nicht ganz so. Aber sonst muss ich wirklich sagen, ein guter Bausatz. Bis auf die Kette, die feigelt gerade ein bisschen, da arbeitet Martin gerade ein bisschen dran. Eigentlich Dann, ja, der wird gespritzt, also mit der Airbrush bearbeitet. Wenn er dann fertig ist. So. Vorne hinten die Hacken. Ist da nichts, nicht so was, dass da irgendwo so brennt. Kurz, rauf wieder jetzt. Tja. Rauf wieder jetzt. Was das jetzt zusammenbiegt? Ja. Wie mit die Kippen, wie mit die Raffen, wie mit die Raffen. Martin hat zuerst die Kette zusammengeklebt, dann habe ich den Reifen runter gemacht und jetzt wieder rein und drauf. Sagt er nicht halt nicht. Na, na. Was? Ah! Das liegt eh nicht ab, das passt eh so. Das kann jetzt mal gemacht. Siehst du. Und ich fertig, oder? Und dann das Real. Und das muss. Chef. Nix, Chef. Nix, Chef. Chef würde helfen. Schon ist er weg. So, kommt das rauf.
das jetzt noch alles, was 31, 33 ist. Ich bin nicht.